Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Gesetzentwurf der Regierung des Saarlandes zur Ergänzung der saarländischen Justizvollzugsgesetze im Hinblick auf die aktuelle Corona-Pandemie wurde im Plenum in seiner 54. Sitzung am 12. Mai 2021 in erster Lesung einstimmig angenommen und zur weiteren Beratung an den Ausschuss für Justiz, Verfassung und Rechtsfragen sowie Wahlprüfung überwiesen. Aus den Erfahrungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie haben sich ergänzende Regelungsbedarfe bei den vollzugsrechtlichen Bestimmungen ergeben. Mit den Änderungen sollen der Videobesuch, eine pandemiebedingte Trennvorrichtung beim Besuch und die Billigkeitsentschädigung bei der Schließung von Arbeitsbetrieben innerhalb des Vollzuges gesetzlich geregelt werden. Der Ausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 21. Mai 2021 gelesen und einstimmig mit den Stimmen aller Mitglieder beschlossen, dass auf eine öffentliche Anhörung verzichtet wird. Seitens der Landesregierung wurde mitgeteilt, dass sowohl die Praxisleitung als auch die Gefangenenvertretung und der Hauptpersonalrat im Rahmen der Erarbeitung des Gesetzentwurfs beteiligt wurden und diesem zugestimmt haben. Der Ausschuss empfiehlt dem Plenum die Annahme des Gesetzes in zweiter und letzter Lesung. Dankeschön.